Friederike Pfeiffer der Point und ich stehe hier öffentlich und ich zeige mein Gesicht. Wer sind wir? Wir sind Menschen wie du und ich. Wir sind Frauen und Männer. Wir haben Familie oder auch nicht. Und wir füllen verschiedenste Rollen aus. Wir sind Erwerbstätige, Erwerbslose, Rentnerinnen, Kulturschaffende, Selbstständige und so weiter. Und wir begreifen uns unabhängig von unseren religiösen, politischen oder sexuellen Orientierungen als Menschen, die in dieser Situation mit ihren Mitmenschen zusammen aktiv für die Wahrung unserer Grundrechte einstehen wollen. Ich heiße Isi Luise de Bruyne und ich bin froh, heute hier zu sein. Ich bin seit Anfang März auf der Straße. Vor vielen Wochen war ich das erste Mal alleine auf dem Ostenburger Marktplatz und die nächsten paar Tage danach habe ich zufällig in Oldenburg dann meine Schwester auf der Demo getroffen, wo wir zu dritt waren, und seitdem sind wir zusammen aktiv. Und ich wünsche mir, in einer Welt zu leben, in der die Macht gebrochen wird und aufgespalten wird und die Gewalten wirklich geteilt werden, in der die Medien eine souveräne eigene Gewalt sind, die in der Lage sind, Staaten und Regierungen zu kritisieren und Feedback zu geben und zu hinterfragen. Und in der auch die Finanzen, ja. Und in der Gesetze gemacht werden zum Wohle der Allgemeinheit und nicht durch Korruption oder Lobbyismus zum Wohle einiger weniger, sondern wirklich Gesetze, die der Allgemeinen, dem Allgemeinwohl dienlich sind. Ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin und komme aus dem Landkreis Oldenburg. Die Politik verordnet Mund-Nasen-Bedeckung, deren Wirksamkeit unter den ärztlichen Experten sehr ambivalent gesehen wird. Unsere Alltagsstoffmasken bringen nichts bei Eigenschutz. Sie bewahren Trägerinnen oder Träger nicht vor SARS-CoV-2-Erregern in der Luft und können bei ungesachtgemäßem Gebrauch sogar einen gesundheitsschädlichen Effekt haben. Die Verordnung einer Mund-Nasen-Bedeckung hat vermutlich in erster Linie politische und erst in zweiter Linie wissenschaftliche Hintergründe. Letzte Woche im Interview gesagt, dass ich Schubladen sammle anscheinend. Dass ich zurzeit Schubladen sammle, in die ich wohl reingehöre. Einige dieser Schubladen sind harmlos, andere finde ich erschreckend. Und da möchte ich mal fragen, liebe Journalisten, seid ihr euch darüber im Klaren, dass Verleumdung und Rufschädigung eine Straftat ist? Mein Name ist Frank Kramer, ich komme aus Aurich. Ich bin 62 Jahre alt und habe die Hälfte meines Lebens in der DDR verbringen dürfen. Als ich diese 1988 verlassen habe, kam ich in ein freies Land. Und ich habe dieses Land geliebt und ich liebe es noch immer. Allerdings macht es mir Angst, mitzuerleben, wenn Menschen sich selbst einsperren. Ich habe einmal erleben müssen, wie ein ganzes Land, wie Menschen eines ganzen Landes eingesperrt waren. Und ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen. Das, was ich im Moment erleben muss,
ertrage ich noch viel weniger. Warum wird diffamiert? Das ist eine Spaltungstechnik. Menschen, die diffamiert werden, die sind nicht mehr glaubwürdig, denen muss man gar nicht zuhören. Wer diffamiert wird, der gehört nicht mehr dazu. Und was dann passiert, ist, dass wir nervös werden, weil in uns ist angelegt, im Stammhirn, da können wir uns gar nicht gegen wehren, dass wir dazugehören wollen. Und wenn ich nicht mehr dazugehöre, dann ist evolutionär gesehen mein Leben in Gefahr. Und dann überlege ich mir doppelt und dreifach, was ich sage. Aber liebe Leute, ich habe das durchschaut. Man kann sich über Propagandatechniken nämlich schlau machen. In den heutigen Zeiten sehr, sehr ratsam.